Damit herzlich willkommen zurück bei der Hunter Classic Pickabin Bay mit dem Randy. Und ein Glücki, hallo. Na, hat sich selber auch einer geladen. Jetzt wird er neben mir stehen. So irgendwie. Oh ja. Komische Angelegenheit. Haben wir noch eine neue Spur gefunden? Ach, da unten steht sie. So, dann machen wir mal. Ja. Also das halt richtig gut nach. Weil, weißt du, was krass ist? So, weißt du ja ständig dieses Mäh, Mäh, Mäh. Und so dieses ganze Viehzeug. Ich habe geschossen, es ging puff. Hat bestimmt 2-3 Sekunden nachgehalten. Da war das Viehzeug hier komplett ruhig. Gerade. Komplett verstummt. Aber wirklich ein Schuss und liegt. So gefällt mir das. Ein guter Sound, also. Ja, das macht die Nachladeanimation ist wieder mal ein bisschen schnell. Was liegt hier? Soll das ein Kackhaufen sein? Was ist denn? Also Stein. Es soll wahrscheinlich ein Kuhfladen sein. Naja, gut. So, guten Tag, die Dame. Alter, Augs ist ja mehr rot wie durchsichtig. Vor allem, was ich getroffen habe. Rechtes Ohr. Rechtes Ohr, rechte Lunge, Magen, Eingeweide. Erster Abschuss mit der 340er Waterbeam. Magnum Bolt Action Rifle. Schön. Oh, shit, 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 da kommt einer angerannt auf mich. Oh, 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 war das knapp. Halleluja. Da war eine Kuppe, also Wahnsinn. Hauptsache, jetzt werden wir drauf schießen. Ja, da ist da jetzt, ich bin immer noch unter Hocke, ne? Ich wollte zur Seite, aim, wisst ihr, da ist aber nicht aufgestanden. Auf Shift hat er nichts gemacht. Ich weiß sogar nicht, wo ich den jetzt angehittet habe. Aber. Warte mal, Blutspuren. Was? Körper? Zölt. Ja, das war aber mit der. Das ist eigentlich die dicke, ne? Gut, dass ich die dabei habe. Muss halt Quicks geben. Ja, genau. Du, selbst wenn du nur den mal 3er Zoom drauf hast. Da stand er jetzt direkt neben mir. Er hat mich quasi. Ich bin leicht hinter den Baum. Da konnte er mich nicht ganz treffen. Die Büffel sind echt aggressiv. Ne? Es hat ja gerade eben noch geknallt. Ja, ja. Wegen, ne? Da hatte ich gedacht, ey, hast du den erschossen? Bruder, hast du den erschossen? Ja, den erschossen. Du musst blöde sein. Ne?
Ich habe jemanden gehört. Er hat Coca-Cola geschüttelt. Aber ich hatte von dem auch keine Spur. Gar nicht. Ich hab's nur grunzen gehört. Da kann man aus den Pflanzen rausgeschossen. Also wirklich. Pff. Den konnte ich jetzt auch nicht so präzise setzen. Aber wo der neben mir stand, habe ich ihn schon direkt eigentlich versucht, ins Ding zu schießen. Junge. Und die wahrscheinlich hat das nicht ganz funktioniert. Oh Gott sei Dank hätte ich die schon nachgeladen und zwar jetzt schon wieder drauf gegangen. Ja. Ist eine gefährliche Gegend hier. Wasserpfiff. So. Greift mich erst an und jetzt haut er ab. Der hat mit den Oberlippenschnauzer nicht gerechnet. Oberlippenschnauzer. Achso, mit Pistole der oder was? Magnum drauf geschossen. Achso, Weißt du, wegen Magnum da. Hat er doch so ein ich hab das Pornobögen, Wortspiel schon begriffen. oder? Alles klar. Das war ja auch die ganz große. Ne? Also eigentlich dachte ich, dass er da nicht so weit läuft. Ein Blut, ne? Zweimal getroffen. Also entweder haben die mir Blastpatronen mitgegeben. Oder versucht mich irgendwo reinzulocken, wo er mich wieder umrammeln kann. Echt lang flüchten. Und ja, dass das grober war, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich stand direkt quasi 1 Meter neben ihm und habe ihm über den Vorderhof reingeschossen. Kann eigentlich gar nicht. Dass die Mumble noch halt genug Schwung hatte, das glaube ich nicht. Weil eigentlich ab hier so wieder ziehen. Wirklich da irgendwo im Wasser, sag mal. Meine Brille an. Nächste Ruhe seid ihr. Das war aber Mäder. Da steht er. Ich sehe von hier aus das Einschussloch an dem. Und da steht. Immer noch. Ist direkt. Wie beim Herzen da. Ja, jetzt knallt es aber richtig. Gut, da liegt er. Was für ein Name, Alter. 340 Waterbeam Magnum Bolt Action Rifle Old Classic Rustical. Hä?
steht bei dir mehr da wie bei mir. Das war ein Scherz, Junge. Ich wollte schon sagen, was hast denn du? Hast du der Hunter Classic die ausführliche Version gekauft, oder? Ja. Ich hab die Version für Intellektuelle. Das ist schön. Ich hab die für Kinder. Bei mir haben die Waffen keine Namen, sondern nur Farben. Was hast du für eine Waffe? Ich hab die blaue. Wär's. Die Kinderedition. Ohne Blut, weißt du? Zweimal drauf. Jetzt bin ich gespannt, wo die ersten zwei getroffen haben. Gut, es ist ja auch nur eine Verteidigungswaffe. Der Hauptsache, dass du nicht umfällst. Fängt ja an zu regnen. Ernst? Jo. Aber schön, wenn wir so einen tropischen Sturm kriegen mal würden. Vor allen Dingen aus 1,6 Metern Entfernung. Ja, Ja. wolltest doch bestimmt nur knutschen. Körper, na, eigentlich er kam nicht mehr hergerannt. Ich dachte auch, kraut's ne, ein bisschen dadurch ein bisschen Halt! geknorrt. Sch! Ja, so kannst leise weiterreden. Meinst du, so, das ist sonst eine Tiererschrecke, ja? Ich habe halt hier gerade was gehört. Ich weiß nicht, ob es mit mittlerweile abgehauen ist oder ob es halt da steht. Es war Körper und dann war es nochmal linkes Hinterbein. Der dritte Schuss war halt linke Lunge, rechte Lunge. Ein Massaker. Ja, der ist flüchtend. Alles klar. Postzellaut. Deine Kuscheleinlagenbeschreibung war zu laut. Genau. Ja gut, da war das wahrscheinlich dort, wenn du direkt daneben stehst. Das hier ist zu tief, wie soll ich denn drüber auf die andere Insel kommen? Muss immer aufs Wasser gucken, auf den Böden, wo es halt nicht so absackt. Da ist noch mal ein Büffel. Also aufs Wasser. Ich schwimmen. Ich muss sagen, das mit der Brille, mit dem Filter, das ist echt cool. Ich habe ja auch eine Sonnenbrille auf, wenn ich das über Y an und ausschalte, wird es entweder auch hell oder halt ein bisschen kontrastreicher. Ich Ja finde gut, die Sonnenbrille ist ja nur hell-dunkel dann, ne? das. Ist richtig. Ich finde das Dunkle aber auch dreimal besser wie das Helle. Ja gut, aber jetzt haben wir ja so ein bisschen Wolken verhangen, ne? Ja. Und wenn du da hier zwischen die Bäume durchguckst, die Bäume sind dunkel und Dings sind auch dunkel, wenn ich da das Gelb jetzt anschalte, da siehst du so einen schwarzen Wasserbüffel deutlich besser. Was zum Beispiel war das? Immer bin ich gerade irgendwo auf eine Tröte gelatscht. Definitiv. Wer kennt's nicht? Ja, komisch, ja, ne, ja, in den tropischen Wäldern hast du überall diese selbstwachsenden Tröten. Da kommen die immer von Toys R Us her und ernten die und verkaufen die dann als Spielzeug. Ja, genau. Verschiffen die in den Staaten und das, was ich nicht verkauft, wird zwischendrin beim Rückflug wieder rausgehauen. Um Flugbenzin zu sparen. Jetzt schon aufgestanden, aber irgendwie. Doch, hier scheine ich schon weggelaufen zu. War so dicht hier, das ist wirklich. Also da war das am Anfang, wo wir bei dem anderen Teil gespawnt sind, viel besser. Viel einfacher. Wie geil das da hinten wieder hochgeht.
vier Tiere jetzt geschossen. Ich sehe jetzt den Flüchtigen. Wenn sie das ist, ich habe jetzt hier schon mal dann Vibe, das könnte sie gewesen sein. Also hier gibt es so einen Vogel, da Oh, kann ich nerven. sch. Schön, dass sie dann alle gleich wieder hier zu Hunderten kommen. Gut, ich glaube, das war die, die geflüchtet ist und die war da vorne hab ich jetzt gehen lassen. Glück gehabt. Score. Das von Peter Survivor. Okay. Meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Daumen, Leiter, lasst nicht vergessen. Bis dann, da renne. Tschüdelü. Was?